Wir sind jetzt in Harajuku und gehen jetzt gerade zur Takeshita Street, weil wir da nämlich zu diesem Schuluniformladen wollen. Ja, an der Seite sind süße Anime-Geschichten-Poster angebracht. So, ein Soccer-Shop. Und da vorne rechts hinter Dotor ist jetzt gleich die Takeshita Street. Und dann müssen wir auf jeden Fall irgendwo eine Straße rein. Ich meine links eine Straße rein, aber sicher bin ich mir nicht. Und da sollte dann der Laden irgendwo sein. Aber wir haben ja einen schönen Tag. Also. Tadam, Takeshita Street. Und sie ist sogar relativ leer. Das ist doch schön. Können wir heute entspannter durchgehen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir die schöne Seitenstraße finden. Und es ist hier bei diesem Entchenladen. Und hier, da vorne seht ihr Konomi. Und da ist der Laden. Yeah! Wir haben ihn gefunden. Yes, das ging schnell diesmal. Gut, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich hier irgendwo reinpasse. Oh, sogar ohne Text. Nice. So mögen wir das. Tja. So, jetzt laufen wir gerade ein bisschen weit. Ja. Das Traurige ist halt einfach, dass wir so, keine Ahnung, alle so gleich aussehen, keiner individuelle Sachen hat. Deswegen designen die halt auch nichts Besonderes, sondern halt immer nur die gleiche Scheiße. Anime Store B-Point, oh oh. Mit Hancock? Ja. Hier waren wir doch gar nicht für Hancock. Ja, ich weiß, aber der sieht so aus, als wäre es auch der Laden. Ach so. Ja. Das sieht man doch überall, wenn sie was tragen. Ja, wenn die halt ausgepackt werden, ist das was Besonderes, ne? Das sieht gut aus. Da oben ist ein Anime-Store. Totoro. Do not touch Totoro. Touch, nein, Spaß. Wieso Treppen? Wieso Treppen? Eine Stickermaschine. Oh, was für Sticker haben die denn? Ja. Oh, Gacha Gacha. Gacha Gacha. Gacha Gacha Land. Aber nichts, wo ich jetzt sage, wenn dann schon kleine Figuren, aber haben die hier irgendwie nicht. Zumindest nicht von dem, was ich mag. Oh. Süß. Saftkorn, geil. Ja, Saftkorn braucht man. Saftkorn. Hier sind noch so ein paar kleine Anhänger. Ich habe immer so noch ausgegeben, hier irgendwas von. Gucken wir mal weiter. Oh. Oh, das sieht so süß aus. Ja. Ist alles so niedlich gemacht. Ach jo. Guck mal, hier kosten die 30 Euro. Ja. Die Love Life Section. Ja, das ist dieses Ei. Ist es zu essen? Ich glaube schon. Einmal ist es mit Ei. Wieso Krüppel? Das soll halt echt Fell sein. Wer ist nochmal tausendmal dieses Ei? Was ist dieses Ei? Und warum ist es überall? Oh, Figuren. Oh.
Ach nein. Ach Mann. Oh lol, die kostet auch nur 30 Euro und die hat sie das in Asuna umgefärbt an. Und da ist eine kleine Asuna und eine kleine Zecken. Ah. Es ist einfach zu viel von links und rechts. Überall kleine Süßigkeiten. Ah. Kleine süße Sachen. Oh, sogar hier die neueste Version von Sasuke. So, was haben wir hier noch? Ja. Oft schon so Crepe-Teile gesehen und wusste nie, wie viel die kosten. Deswegen verschaffe ich euch jetzt mal so einen Überblick. Günstig sind sie auf jeden Fall nicht, wie man hier unschwer erkennen kann. Dann sucht ihr euch eine Nummer aus oder manchmal sind es auch Buchstaben, je nachdem, es steht halt irgendwas dran. Dann sagt ihr die da vorne, am besten entweder auf Englisch oder auf Japanisch. Auf Deutsch oder auf Tschechisch oder so wäre ja auch voll die dumme Idee. Aber ja, sie sind halt nicht besonders günstig. Das ist leider die Wahrheit. Es gibt halt auch noch so herzhafte Sachen. Aber eigentlich ist auch fast alles mit Fleisch oder Fisch. Ja, ja. Aber so, just in case, dass euch das mal interessiert, weil ich habe darüber nie was gefunden, nie so eine Preisliste oder so. Das hat mich immer voll abgefuckt. Guck mal, da ist diese Marke, die die Chips macht und so. Haben sogar einen Laden. Hier gibt es anscheinend Karnevalkostüme. Hier gibt es noch mehr Crepe. Aber kosten auch alle ungefähr dasselbe. Also da könnt ihr leider kein Schnäppchen schlagen. Ihr müsstet euch auch durchfressen durch die gesamte Meile hier, um zu wissen, welches das Beste ist. Oh, da ist wieder Lies Lisa. Die haben so süße Sachen einfach, aber so teuer. Guck mal, wie viel der kostet. Es ist sogar ein New Arrival, das heißt nicht mal runtergesetzt. Wir sind jetzt auf dem Weg, was zu essen zu kaufen. Wir versuchen nur 10 Euro am Tag auszugeben für Essen, weil wir noch mehr Sachen kaufen wollen, von denen wir was haben und die wir nicht ins Klo packen. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder nach Meckes und holen uns da, ja, ungesunde Scheiße, die eigentlich nicht satt macht. Und das muss bis heute Abend reichen und dann gehen wir Nudeln essen, die hier zwischen 3 bis 4 Euro kosten. Ja, und dann wollen wir hoffen, dass wir nicht mehr ausgeben. Oder dass wir auch nicht mehr Hunger bekommen. So, müssen wir jetzt nur noch Meckes finden. Ah, da ist der Eingang. Okay. Ich warte auf meine Nummer. Die muss dann da oben erscheinen. Aber es drängen sich gerade alle vor. QQ. Wir warten gerade auf den Zug, weil wir zum Tokyo Tower fahren, weil wir da in fast 2,5 Wochen noch nicht waren. Deswegen warten wir jetzt auf den Zug, der von, ich denke mal, dieser Richtung kommt. Hoffe ich. Ja, da hinten kommt er. Wie ihr seht, wir haben 31 und um 32 soll er kommen. Und bis 32 wird er hundertprozentig stehen und ready sein. Und es wird einfach so überpünktlich sein, dass die Deutsche Bahn sich davon in den Schlaf weinen muss. Ja, komm zu uns, kleiner Busfahrer. Zugfahrer meine ich. Yay. Zum Tokyo Tower, der auch hier vorne direkt schon steht. Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir in den Park kommen, den ich auf den Bildern gesehen habe, beziehungsweise zum Tempel, der hier in der Nähe sein soll. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt am dümmsten lang gehen. Ja, jetzt ist mir irgendwas ins Auge geflogen. Geil. Armee Täubchen, die einfach so um uns rumläuft, warum auch immer. Ich glaube, die warten auf was zu essen oder so. Vielleicht kennen die alten Leute da. Vielleicht kennen die. Ja. Da ist die einer süßäugigen geflogen.
ist das denn hier? Sieht gut aus. So, wir sind jetzt hier und wir schalten erstmal um auf Englisch. Wir sind jetzt wieder Sushi essen. Ah, so, dann wollen wir doch mal gucken, was wir heute so bestellen. Kann ich das vielleicht filmen? Nee, oder? Nee, kann ich nicht filmen. Tja, kann ich leider nicht filmen. Ich kann es ja versuchen, hier so drauf zu stellen. Naja, es ist nicht so eine gute. Oh, Lisa, far, far away von mir. Gott sei Dank ist hier nichts los, ey. Ich mach einfach nur. Rollen sind. Gurke, ne? Hm? Diese Kappa-Rollen. Was mit denen? Das ist Gurke, ne? Ja, ja, Cucumber. So, was haben wir denn hier alles? Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. So, mein erstes Esslein ist jetzt da. Sehr liebevoll. Draufgeballert. Ich habe mir jetzt Trinken gemacht. So, dann packe ich jetzt noch Sojasüschchen hier da mit rein. Aber ich frage mich, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Sachen. Ich probiere mal das Grüne. In der Hoffnung, dass es voll geil ist. Ich mische es einfach. Ich mische es einfach. Gute Idee. Round two.